Wieder das Nichts. Es fühlt sich aber anders an. Überrascht, dass ich sie hierher holen kann? Der Outsider hat auch mich gezeichnet. Ich vertrieb sie aus ihrem geliebten Tower und tötete Emily. Harte Zeiten für sie. Als ich jung war, waren die süße Jessamine und ich wie Schwestern und wir teilten ein Geheimnis. Kaiser Caldwin hatte noch eine Tochter, geboren von einer Küchenmagd. Worauf spielt sie an? Oder besser gesagt, wie? Ich sagte doch, Liebes, wenn du älter bist, vielleicht nächstes Jahr. Das hast du letztes Jahr auch gesagt. Jessamine ist jünger als ich und jeden Tag am Hof. Jessamine ist... Es ist kompliziert. Du wirst es etwa verstehen. Das habe ich getan. Ich werde brav sein, wirklich. Nächstes Jahr, versprochen. Spielten Jessamine und ich im Tower. Doch nachts musste ich zurück zu den Bediensteten, zu Kakerlaken und Haferschleim. Mein lieber Kaiservater sagte, wenn ich brav wäre, würde er mich im nächsten Jahr als Prinzessin an den Hof holen. Und dann brach Jessamine eines Tages etwas sehr Wertvolles entzwei und der Meisterspion erwischte uns. Sie beschuldigte mich und er peitschte mich im Gartenhaus blutig. Meine Mutter verlor ihren Posten in der Küche und so mussten wir die Nacht auf der Straße verbringen. Ich hab nichts davon gemacht. Willst du mir sagen, wer es war? Wir haben nur gespielt. Junge Jessamine, was haben Sie gesagt? Sie war's. Die leider lügt. Sie hat's kaputt gemacht. Mutter und ich im Schuldturm. Jessamine starb schnell durch eine Mörderklinge. Doch Mutter musste lange leiden, nachdem ein Wachmann ihr den Kiefer gebrochen hatte. Nach ihrem Tod warfen sie mich raus. Ich blickte hoch zum Dunwall Tower und schwor Rache. Ich war Waschfrau in einem Bordell und malte nebenbei, bis Anton Sokolov mich als Studentin aufnahm, um es nett zu formulieren. Ich war listenreich, schon bevor der Outsider mich zeichnete und überlebte die schlimmsten Dinge. Und jetzt du. Meine Mutter ist krank. Sie braucht Hilfe. Meine Mutter ist krepiert, als du betteln warst. Sie ist nur noch ein Haufen Knochen, Mädchen. Was? Nein! Ihre Strafe ist abgesessen und sie wird mit den anderen ausgeworfen. Du kannst hier nicht länger bleiben. Wie viel ist wahr? Und was entspringt Delilahs verzerrter Vorstellungskraft? Als ich sah, was sie Anton Sokolov angetan hatten, wollte ich alle bestrafen, die Delilah und den Herzog von Zerkonos beim Staatsstreich unterstützt haben. Sokolov hat Walöl zu einer Waffe gemacht, hat die Seuche besiegt. Und jetzt kann er kaum sprechen. Die Hände, die die mächtigsten Männer und Frauen unserer Zeit gemalt haben, zittern so, dass sie keinen Löffel halten können. Wenn er spricht, wird er mir einen Namen nennen. Für den nächsten Schritt zu Herzog Luca Abele und zu Delilah. Ich brauche nur einen Namen.
Sogar nichts könnte ich mehr tun. Jessamine, Delilah ist jetzt stärker. Bin ich an Delilahs Verbitterung schuld? Sie hat das Ganze angezettelt. Dafür wird sie sterben. Unsere Entscheidungen haben Folgen. Meine Zeit geht zu Ende. Schon bald. Jindosh wollte, dass ich ihm bei einer komplizierten Sache helfe. Dadurch hätte er seine mechanischen Soldaten zu einem Bruchteil der Kosten herstellen können. Schlauer Bursche. Nicht schlau genug. Was haben solche Leute eigentlich immer? Vielleicht einen ruhelosen Geist und ein leeres Herz? Jindosh hätte mich aus Überdruss sofort ausgelöscht. Ich weiß es zu schätzen, dass Corvo mich von dort befreit hat. Ich habe nach ihnen gesucht, Anton. Ich hätte sie gefunden. Ich wusste, sie würden es versuchen, Megan. Nur deshalb habe ich bei Jindosh durchgehalten. Jetzt sind sie wieder hier. Bin ich froh. Anton, Sie konnten sich 3 Tage lang ausruhen. Wie kann ich Delilah töten? Er wurde gefoltert. Sein Körper ist voller Blutergüsse. Delilah hat den Thron und Emily. Anton, wir hatten sie einst im Käfig. Und sie haben uns herausgefordert, sie zu töten. Diesen Mann brauche ich jetzt. Corvo, sie hat recht. Ich kann Elektrizität von einer Seite des Raumes zur anderen lenken. Aber Delilah ist für mich unbegreiflich. Als ich nach Serkonus kam, wollte ich alles hinter mir lassen. Doch als die Morde begannen, konnte ich es nicht ignorieren. Als Megan und ich die Morde mit dem Herzog in Verbindung brachten, war es zu spät. Der Kronenmeuchler kam zu mir. Sie hielten mich wegen meines Wissens am Leben. Ich habe vieles gesehen. Jindosh hatte eine häufige Besucherin, Brianna Ashworth. Die Verwalterin des kaiserlichen Konservatoriums. Ja, Ashworth ist gefährlich und wie Delilah besessen vom Okkulten. Sie soll an einem Gerät namens Oraculum arbeiten. In ihr steckt mehr, als sie denken. Wenn Ashworth eine von Delilahs Lieutenants ist, muss ich sie eliminieren. Wer weiß, wozu dieses Ding hier gut ist oder was sie vorhat. Wecken Sie mich, wenn Karnaca brennt. Das wäre ein großartiges Gemälde. Kommen Sie zum Beiboot, wenn Sie zum Konservatorium aufbrechen wollen. Jessamines Gesicht habe ich deutlich in Erinnerung. Könnte Delilah ihre Schwester sein? Das habe ich aus der Erinnerung gemalt. War nicht einfach, aber ich sehe in ihrem Gesicht Ähnlichkeiten mit dem alten Kaiser. Vor langer Zeit hatte ich Delilah aufgenommen. Dürr, zornig und brillant. Aber ihre Besessenheit mit dem Okkulten und der Familie Caldwin hatte sie aus meinen Kreisen vertrieben. Delilahs Gemälde sind chaotisch, aber ihre Bildhauereien sind besser als ihre, Anton. Sie kannten Delilah? Wann wollten Sie mir das sagen? Wenn Sie es wissen müssen. Meine Vergangenheit geht Sie nichts an, kaiserlicher Schutzherr. Ein anderes Leben. Wir alle hatten unsere Gründe, nach Karnaca zu kommen, Corvo. Und Megan hatte ihre. Und sie hat Geheimnisse.
Wir nehmen das Beiboot. Ich will mit der Dreadful Whale nicht näher ran als notwendig. Es gibt einen kleinen Anleger in den Syria-Gärten in der Nähe des Konservatoriums. Dahin kann ich sie bringen. Sind Sie bereit? Ja, gehen wir. Vor dem kaiserlichen Konservatorium ist die Garde. Im Inneren sollten sie auf alles gefasst sein. Ashworth ist von einer ausgewählten Schar umgeben. Sie ist gefährlich. Eines Tages würde ich gerne wissen, wie Sie Ashworth kennengelernt haben. Das dachte ich mir. Ashworth ist sehr wichtig für Delilah. Das bringt mich auf was anderes. Sie könnten den Jedermannsorden ausnutzen, indem Sie Ashworth aus dem Spiel nehmen. Der Vizeaufseher in Kanaka hat Ashworth beobachtet, von einem versteckten Außenposten beim kaiserlichen Konservatorium. Sehen Sie zuerst dort nach, wenn Sie mehr wissen wollen. Wenn sie noch mit Delilah zusammenarbeitet, ist Ashworth eine große Bedrohung. Gut, Megan. Bis bald. Der alte Herzog Theodenis hätte Umbrauholzexport verboten zum Schutz der Bäume. Ich hab dir... Lass sie nicht alle im Blick. Meine Kundin baut ihren Pavillon um. Mit exotischem südlichen Touch. Ich versteh's nicht. Als ich nach Dunwall ging, brachte ich eine Flusskriecherschale als Aschenbecher mit, weil mich das an gute Zeiten erinnert. Aber wozu sollte man sich Holz aus einem Land kaufen, das man nie besucht hat? Lady Schirsche hat Geld. Also kriegt sie das Holz, das sie will. Dich hier nicht. Noch ein Tag wie gestern. Und ich gebe endlich auf. Ich hab gesagt, das ist besser im Nichts als noch ein Tag wie dieser. Sie wollen nicht hören. Nächstes Mal halte ich meinen Mund. Also mal sehen. Was war es? Aber da war doch...
Der technische Offizier meinte, da wäre alles in Ordnung. Er hat sich die Lichtwand angesehen und dann die Windmühle geprüft. Alles okay. Warum? Gestern war der Wind so stark, dass ich dachte, die Windmühle fällt auseinander. Die Lichtwand hat geflackert und Funken gesprüht. Ich hab's auch gesehen. Aber Walöl ist teuer und die Tanks laufen leer. Der Wind ist unberechenbar, aber das ist besser als eine Gruppe Heuler, die durch die Kontrollpunkte stürmt und uns ersticht. Ja, das verstehe ich. Martha, liebste Herr. Ist aus. Moment, wieso hat die Lichtwand keinen Saft? Da stimmt was nicht. Die ganze Familie totgestochen, komplett entstellt. Überall Blutfliegennester. Grausig. Ja. Wenn Sie sagen, dass was nicht stimmt, habe ich keine ruhige Minute. Hä? Ashworth ist irgendwo im kaiserlichen Konservatorium. Karnaka, Karnaka, mein Karnaka, Brüder und Schwestern meines Blutes und all die kleinen Leute, die diese großartige Stadt am Laufen halten. Hier spricht der Herzog, aber man kann nicht mehr unsere rechtmäßige Herrscherin, Delilah Colvin, ehrte in ihrem Namen. Möge sie ewig herrschen. Es gibt Verräter, die ihren Anspruch in Frage stellen. Morley und Thyvia, illoyale Nationen aus dem kalten, düsteren Norden. Wenn sie Krieg wollen, sollen sie ihn bekommen. Ganz gleich, wie viele von ihnen ich opfern muss. Serkonos. Für Delilah bis zum bitteren Ende. Enrico lässt dich schön grüßen. Dieser Trottel mit Eselsgesicht kann sich von mir aus umbringen. Hast du denn was mitgebracht, das silberne Zigaretten-Etui, wie abgesprochen? Nein, hör mal. Ich werde nichts mehr stehlen. Zum Glück habe ich Kost und Logis an einem der schönsten Orte in Karnaka. Ich brauche diese Arbeit. Ach, wirklich? Gefällt es dir als Dienerin, die poliert und Staub wischt? Da riecht es nach Lavendel und antiken Möbeln, nicht wie im Staubbezirk, wo vom Ruß die Zähne grau werden. Redet man so von dem Ort, wo alles für uns losging, Beatrix? Bist du jetzt so gut für Straßenstaub? Werden wir ja sehen. Nein! Doch, mein...
Nehmen Sie Duncan Bale, meinen guten... Er ist ein Patriot. Ein Mann, der nicht aufhört, der vorher aus jedem Silber glänzende Münzen gemacht hat. Keine Frage, keine Beschwerde. Tanaka brauchte Bergleute, er hat sie produziert. Könnte wirklich einen Whisky oder so vertragen. Oder auch irgendwas Billiges. Kriechender Dinger vor der Morgendämmerung. Frühere Milchmädchen und Magistraten. Kommt und verbeugt euch vor mir. Besser aus Geisteskraft. Denn kommt mir nicht an, ich will dein Blut als Lippenbrot. Besser mal dein Schädel und trink es im Tee. Komm zurück. Du fühlst dich doch wohl sicher. Wir sterben beide. Ich muss wissen, warum ein Schwert durchs Herz nicht genügte, um unsere neue Kaiserin Delilah zu töten.
gerührt von etwas aus den Tiefen der Erde, wo es dunkel ist. Der endlose Schoß und das kalte, tote Grab. Beides wenn unsere Herren hört, dass du aber Brianas Bildnisse gewähren Zugriff auf den Geist, auf das Herz. Hättest du keine Angst, dass sie deine Träume beeinflusst? Was ist dir los? Schwester! Wir sehen uns in... Was? Kein Entkommen! Siehst du, was ich kann? Das Tagebuch verrät mir vielleicht, warum Delilah nicht getötet werden kann. Als ob sie sich vor mir verstecken könnten, kaiserlicher Schutzherr. Wir sehen uns in der Stadt, in der sie geboren wurden. Rihanna Ashworth ist tot. Mörderischer Bastard! Sie hatten kein Recht dazu! Sie wissen nicht, was Rihanna mir bedeutet hat! Und Sie wissen nicht, was ich tun würde, um Emily zu beschützen. Vielleicht besuche ich Sie heute Nacht mit einem Hammer und werfe die Stücke über Bord eines Schiffes nach Pandysien. Ich werde Ihre Herrschaft bald beenden, Delilah. Ihr Schwert kann meinem Herzen nichts antun. Sie können es versuchen. Ugh.
Als Delilah von Doubt ermordet wurde, ging ihre Magie verloren und der Zirkel zerbrach. Ich begann ein neues Leben in Karnaca. Dann hörte ich ihr Flüstern aus dem Nichts, das mich zum Herzog führte, der es auch vernahm. Gemeinsam wollten wir Delilah zurückholen und veränderten das Reich von Aramis Stiltons Zuhause aus, vor 3 Jahren. Auf den Inseln spürten alle, die bei ihr und in Brickmore gewesen waren, die Rückkehr der Magie. Neue kamen hinzu, neue Gesichter, neues Blut. Jetzt ist Delilah unsterblich. Für immer. Ihr gehört Dunwall und wir verderben den Orden des Orakels. Die Aufseher erhalten Rat von ihren prophetischen Schwestern und bald werden wir ihre Träume und Visionen beeinflussen. Keine Gnade! Achtung!
Es ist geschafft. Ashworth ist kein Problem mehr. Gut. Aber Corvo, da gibt's noch was. Als ich noch in Dunwall lebte, habe ich Dinge getan, auf die ich nicht stolz bin. Wenn man lang genug lebt, passiert das. Ja. Aber was ich getan habe, ist schlimmer. Ich habe Delilah und Ashworth gekannt. Ich habe ihren Scheiß geglaubt und bin auf die schiefe Bahn geraten. Vor allem dachte ich, dass Delilah tot ist. Ich will jetzt nicht darüber reden, aber Sie sollten es wissen. Ich bereue vieles, Corvo. Durch Täuschung gewinnt man keine Verbündeten, Foster. Ist das Ihre Meinung, kaiserlicher Schutzherr? Sie müssen mir irgendwann Ihre Geheimnisse verraten. Sind Sie bereit zum Aufbruch? Ja, gehen wir. Bringen Sie mich zurück zur Dreadful Vale. Ein weiterer Schritt in Richtung Herzog von Cerkonos und Delilah. Vor 3 Jahren hat Delilah ihre Pläne geschmiedet. Die Leute des Herzogs versammelten sich im Haus des Bergwerksbarons Aramis Stilton, um in ihrem Namen Schrecken zu begehen. Ich muss wissen, wie sie unsterblich wurde. Doch wo war ich vor 3 Jahren? Ich habe Emily in Sitzungen träumen lassen, ihr Fechten und das Kämpfen auf der Straße beigebracht. Ich hatte immer einen Feind erwartet, den wir mit dem Schwert erledigen können. Soldaten, Spione, Attentäter. Stattdessen kam etwas anderes, Außergewöhnliches, jenseits der natürlichen Welt. Stattdessen griff jemand wie ich an.